يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ليبي جشفست ام اسلام. Ich habe gestern eine Sendung von der Hessische Rundfunk gesehen, ein Video, was mich persönlich sehr tief traurig gemacht hat. Und ich möchte gerne meine lieben Geschwister im Islam und auch die Wahrheitssuchende den Trick zeigen, wie man mit allen Mitteln versucht, dieses Lies-Projekt zu schaden und zu verbieten. Gestern haben sie gezeigt, dass eine jüdische Frau angeblich beleidigt worden wäre von unseren Geschwistern, die Streetdauer gemacht haben. Man hätte ihr gesagt, ihr gehört vergast und Hitler hat ein paar von euch gelassen. Subhanallah, das ist die größte Unverschämtheit, die ich bis jetzt in meinem Leben gehört habe, wie man den Islam in den Dreck ziehen will und wie man dieses Lies-Projekt mit allen Mitteln, mit allen Lügen versucht zu stoppen oder schlecht darzustellen. Meine liebe Geschwister im Islam und alle Wahrheitssuchende, mein Vater wurde von seinem Land, von seinem eigenen Land vertrieben. Stell dir vor, du als Deutscher lebst in deinem Haus und ein Ausländer kommt zu dir, schmeißt dich aus deinem Haus raus und du darfst dein Haus nie wieder sehen und du lebst in der Nähe von deinem Haus. Wie wirst du überhaupt reagieren? Das ist eigentlich die Geschichte von meinem Vater. Er wurde von seinem Besitz vertrieben und er hat 25 Jahre lang neben seinem Besitz gelebt und der hat nie Hass auf die Juden gehabt. Und das sind die Werte, die ich meinen geliebten Geschwistern im Islam, die am Lies-Projekt beteiligt sind, vermittle. Wir sind kein Menschen, die Menschen hassen. Wir stehen mit Rosen und Koranübersetzungen in allen Straßen in Deutschland. Und unser Wunsch und unser Ziel, mit diesen Menschen Hand in Hand ins Paradies geführt zu werden. Und nicht, dass wir uns wünschen, dass Juden oder Christen oder Menschen überhaupt vergast werden. Das, was Hitler gemacht hat, verabscheuen wir und verabscheut jeder Muslim. Aber anscheinend, es gibt so viele Nazis hier in diesem Land, die immer noch mit aller Härte versuchen, Hass zu schüren zwischen Muslime und Christen und zwischen Muslime und Juden. Und diese Menschen sollen Allah fürchten und sie werden ihre gewaltige Strafe am jüngsten Tag bekommen. Das Erste, was wir machen werden, ist Unterlassungsanklage. Und wir werden diesen Fall richtig veröffentlichen, auch in den internationalen Pressen, damit man sieht, mit allen Mitteln, mit welchen schmutzigen Mitteln und dreckigen Mitteln versucht man, den Islam hier zu schaden, die Muslime zu schaden und dieses gesegnete Projekt zu stoppen und schlecht darzustellen. Auch die Brüder, die am Anfang des Videos gezeigt worden sind und nachher hat man gezeigt, dass diese Leute angeblich am Lies-Projekt beteiligt waren in Frankfurt. Laut unserer Informationen haben diese zwei Brüder niemals am Lies-Projekt oder sich an Lies-Projekt beteiligt haben. Wenn von hier oft Kämpfer für Syrien angeworben werden, warum wird diese Aktion dann nicht gestoppt? Weil sie Gesetzeslücken nutzen, sagt das Ordnungsamt. Sie bauen keine Stände auf, sondern sie verteilen ihre Bücher mobil. Und sie achten peinlich darauf, niemanden zu bedrängen, so wie früher. Doch wer gegen sie protestiert, bekommt Schlimmstes zu hören, wie diese jüdische Demonstrantin. Warum ist sie so verstört? Weil mir gesagt wird, Juden ins Gas. Mir wird das ja auch ins Gesicht gesagt. Mir wird ins Gesicht gesagt, Hitler hat ein paar von euch vergessen. Hinter der Koranverteilkampagne Lies stecken bundesweit aktive Islamisten aus Köln. Die sogenannte wahre Religion, eine salafistische Sekte. Diese jüdische Frau, Elisheva, hat mir heute Morgen
einen Brief geschickt. Sie hat sich entschuldigt und sagte, dieses Interview hat nicht mit diesem Interview zu tun, hat nicht mit Lees Projekt zu tun. Das war ein Interview in einem anderen Zusammenhang gegen Hooligans und gegen Nazis, die sie beschimpft haben. Und sie sagte, die Jungs in Frankfurt haben ganz nett mit mir geredet und sie war auch selber entsetzt. Und sie ist Anwältin. Und inshallah, wir werden diesen Fall richtig klären und darstellen, damit die Leute sehen, mit welchen Mitteln dieses Projekt bekämpft wird und mit welchen Mitteln diese zionistische verlogene Medien versuchen, den Islam und die Muslime ins schlechte Licht darzustellen. Subhanallah, das habe ich von Deutschland niemals erwartet. Wie kann ein intelligentes Volk so eine verlogene, abartige Medien akzeptieren?